Ja, servus die Mauer und grüß euch die Buben. Ihr seht, sie steht da heute vor so einem kleinen Baumriesen. Ein Wahnsinn, was der für einen Durchmesser hat. Ja, ich bin da neben der Donau, die ist mir auf der Herüberwiesseite. Also quasi stromaufwärts, Steuerbord rechts. Und gehe da jetzt ein Stück durch und schaue mal. Ja, wir werden dann eh gleich zur Donau gehen, ein paar Büdeln umschießen auf Schloss Devin und so. Und ja. 15 Grad haben wir heute, es ist zwar ein bisschen trieb, aber gehen wir mal und schauen wir uns mal was an, was auf uns zukommt. Auf alle Fälle hat sich da wieder ein kleines Schild gebaut. Ja, da drüben sieht man jetzt Bratislava. Schöner Leuchtturm da. Da sieht man schon die ersten Mauern von Schloss Devin. Und da drüben haben wir die Schlosser. Ja, da hat man jetzt noch mal einen schönen Ausblick aus Schloss Devin und das Frauentürmchen. Ja, auf alle Fälle haben wir da so einen kleinen Rundweg rausgesucht mit 6-7 Kilometern. Ja, ich sehe es eh, Minimalgepäck dabei und diesmal fast schöne Wege eigentlich. Oh, ich bin da ein bisschen durchs Dickicht durch, ich gehe jetzt dann runter zum Wasser, aber zuerst muss ich mir die Jacken ausziehen. Das ist einfach zu warm. Ja, Platz habe ich genug in meinen kleinen Taschen, so weiter. Ja, haben wir gekriegt, dass da Niedrigwasser ist, weil eigentlich fast gar keins. Daher können wir da schön umgehen. Ja, Freunde, vielleicht noch ein bisschen was Geschichtsträchtiges. Da oben auf dem Berg, also auf der Spitze da oben, da, war mal eine russische Raketenstellung, die auf Österreich ausgerichtet war. Ich war mal vor ein paar Jahren dort oben, haben wir das angeschaut mit ein paar Freunden. Da hat einer damals auch ein Video draht, das kann ich da oben verlinken, falls es noch gibt. Ich weiß nicht, ob es noch online ist. Wenn ja, seht ihr es da. Könnt ihr euch einmal anschauen, wie das dort war. Ja. Ja, Freunde, schaut das nicht geil aus. Gigantisch. Gefällt mir urgut. Ja, von lauter Schauen und Finden und Taugen, wo so alles geil ist, vergiss ich überhaupt aufs Gehen, weil dann noch einmal ein Drittel hinter mir. Aber jetzt geben wir Gas. Ja, kaum würde ich Gas geben, sehe ich schon wieder so schöne Sachen. Und da kann ja keiner Gas geben, das schaut immer so geil aus. Abfeuer aufs Gas geben. Ich zeige euch lieber sowas. Schaut einmal wieder so richtig idyllisch aus. Ich stehe auf sowas. Ja, da geht es jetzt wieder schiere Tour, wie ihr seht. Ich bin da jetzt die Runde gegangen und ich werde mich dann sicher irgendwo da in die Büsche schmeißen und einen Kaffee trinken. Ne? Ja, Freunde, in dem einen Video habe ich euch gezeigt, wo ich so viele Früchte gefunden habe. Verlinke ich euch da oben das Video. Und da habe ich jetzt auch so eine. Und viele haben mir gemeint, das sind Schwarznüsse.
Und ich glaube, da haben sie vollkommen recht, weil da herund, warte, ich hole gleich eine. Liegt dann auch die Schwarznuss quasi. Ja, danke für die vielen Infos, was es da gegeben hat. So, da gehen wir jetzt ein bisschen quer für den, suchen sie ein schönes Platzl für einen Kaffee. Ich befinde mich da quasi in so einem Überlaufbecken. Ja, und da werden wir jetzt wohl einen Platz suchen, machen wir es gemütlich. Ja, ich glaube, ich habe meinen Platz gefunden. Den nehmen wir dann, passt schon. So, Kaffee ist alles hergekriegt. Heute wieder mein Gas. So, Stickrad. Und auf geht's. Ha. Auf den freue ich mich schon. Richten wir gleich das andere her. Bisschen Milch wieder. Bisschen Zucker. Ich bin ja schließlich ein süßer Bub. Na dann, warten wir. Jawohl. Mit Gas geht das ja ratzfatz. Herrlich. Ja, ein bisschen blinzelt die Sonne durch, aber es ist wirklich schön warm, gibt's gar nichts. Und wieder mal der wohlbekannte Gruß an meine Krankensessel und dann den Rest der Welt. Ui, heute ist wieder heiß. Na ja, schieß da. Ja, auch die Lackerl, das war's. Ja, schieß da, echt schön. Aber ich werde es trotzdem zusammenpacken und Richtung Retour, weil da schauen wir, was uns noch alles Schönes über den Weg rennt. So, zusammengepackt haben wir. Gehen wir weiter. Ah, schönes Wegerl da. Echt gemütlich zum Gehen. Ja, Freunde, das war's einmal wieder von der Tour. Da geht's jetzt nur mehr so ein Stückchen. Da vorne ist gleich die Straße, dann bin ich bei der Droschke. Das war's dann wieder. Ich kann mich wieder nur bei euch bedanken fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und servus die Malen und viert euch die Buben.